Und sonst aber auch in die Kirche? Ja. Hast du es gehört? Nein. Guten Tag. Wer bist du? Ich bin Sophia, ich komme aus der Vergangenheit. Aber wer seid ihr? Wir kommen aus der Gegenwart. Und wo sind wir hier? Wir sind in den unterirdischen Gängen von der Hamburger Wehrkirche. Mit diesen Gängen ist unsere Wehrkirche mit dem Schloss von Neuenbürg verbunden. Könnt ihr mir darüber mehr erzählen? Ja, ja klar. Wusstest du, dass unsere Kirche die drittgrößte Kirchenburg Deutschlands ist? Echt? Ja, und die Mauer umgrenzt die Kirche und ist 6 Meter hoch. Und warum? Ecken der Kirchenmauer Türme eingebaut? Die Ecken der Kirchenmauer, wenn Angreifer kommen, können sie sich so verteidigen. Außerdem stehen die Ecken nicht nur zur Verteidigung, sondern auch des Aussehens. Huh, warum ist denn da eine kleine Tür? Naja, das ist dafür da, wenn die Fahrt drohte, dass sie zusperren konnten, ne? Aber wenn noch nicht alle Leute drin waren, konnten sie wieder aufsperren, dass die Leute rein konnten, ne? Das spart die Zeit. Das ist echt genial. Ja, oder? Aber lass uns mal weitergehen. Das ist unser Kirchturm. Er wurde im 15. Jahrhundert nach einem gotischen Stil gebaut. Er hat die ganzen 4 Stockwerke und ist 52 Meter hoch. Wow, das ist ziemlich hoch. Aber was machen die kleinen Türmchen da oben? Das sind die Wachtürme, auch Büchsen genannt. Wenn Gefahr drohte, sah man es dort meistens als erstes. Und wenn doch mal was geschah, wurden alle in die Kirche geholt. Das war meistens der sicherste Platz. Dann lasst uns doch mal in die Kirche gehen. Die Kirche wurde im Barockstil gebaut mit einem Hauptaltar und 2 Nebenaltären. Das sind ja tolle Bilder. Die Zeichnungen unserer Skulpturen sind ein Merkmal des Barockstils. Wollen wir uns auch einmal den Hochaltar genauer anschauen? Oh ja. Guck mal am Altar die 4 Holzfiguren. Das ist Heiliger Kilian, Heilige Anna, Heilige Elisabeth und Apostel Andreas. In der Mitte steht ein am Tabernakel stehendes Kruzifix aus der Zeit um 1750. Wow, das sieht toll aus. Was ist denn da oben? Das ist eine Empore. Wollen wir mal nach oben schauen? Das ist das eindrucksvollste Stück unserer Kirche. Unsere Orgel. Die Orgel der Hamburger Kirche, wenn man das so will. Ein Denkmal, wenn auch nur ein kleines. Für den Zeitabschnitt des Orgelbaus in der Romantik. Das ist eine romantische Orgel. Eure Kirche ist wirklich sehr spannend. Aber ich muss dann auch mal los. Schade, du bist aber immer herzlich bei uns eingeladen zu Hause. Tschüss. Tschüss.